Tödlicher Motorradunfall im Landkreis Erding. Am Samstagmittag verlor ein Motorradfahrer auf der Kreisstraße ED15 zwischen Eschelbach und Meierklopfen die Kontrolle über seine Maschine und prallte gegen einen Baum. Von dort wurde der 36-Jährige samt Maschine wieder zurück auf die Fahrbahn geschleudert und blieb regungslos liegen. Die Polizei vermutet als Unfallursache überhöhte Geschwindigkeit. Die herbeigerufenen Rettungskräfte versuchten rund eine halbe Stunde lang, den Mann aus Frauenberg zu reanimieren. Allerdings vergeblich.